Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Bist du auf dem Weg zum Ziel und hast du das Ziel auch vor Augen? Mach keine Umwege. Nimm keine Seitenstraßen oder keine Abkürzungen, sonst verlierst du das Ziel aus den Augen. Schau nach vorne und vergiss alles, was hinter dir liegt. Ja, unterwegs zum Ziel. Wir sind doch alle irgendwie unterwegs. Wenn wir auch vielleicht nicht genau wissen im Moment, wohin, oder wenn wir nicht genau wissen, wo wir ankommen, oder wenn uns unser Weg noch vielleicht diffus erscheint, aber wir sind doch alle irgendwie unterwegs. Und bevor man sich aufmacht, auf einen Weg sollte man wissen, wohin man will. Stimmt's? Sonst wird man auch nicht ankommen. Und es gibt ein bekanntes Sprichwort, das heißt, viele Wege führen nach Rom. Und das soll heißen, dass man auf verschiedenen Wegen zum Ziel kommt. Doch nicht alle Wege sind gut und hilfreich. Ein ganzes Leben lang kann man auf Umwegen gehen und nie ankommen. Vielleicht hast du in deinem Leben auch schon so gedacht, das, was ich mir eigentlich einmal vorgenommen habe, da komme ich nie hin. Vielleicht hast du auch Umwege gemacht und gar nicht das Ziel im Auge gehabt. Unterwegs zum Ziel, so haben wir das auch auf unseren Bus geschrieben. Wenn wir mit unserem Bus unterwegs sind, ist unser Ziel eine Stadthalle, irgendwo in Deutschland oder der Schweiz. Und wir wissen genau, wo wir hinfahren und wir fahren da direkt ohne Umwege dorthin. Es gibt dazwischen keinen Aufenthalt und auch keine Besichtigungen und nichts weiter. Wir fahren direkt dorthin, wo unser Ziel ist. Und es gibt viele Ziele, die wir uns setzen können in unserem Leben. In jeder Lebensphase, zum Beispiel in der Schule oder dann im Berufsleben und so weiter. Auch in der Bibel lesen wir von Begebenheiten, in der Menschen sich aufmachten, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Israeliten zogen aus Ägypten und wollten in das Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Aber sie hatten nicht unbedingt das Ziel vor Augen, als sie 40 Jahre in der Wüste umherirrten. Fast alle sind gar nicht am Ziel angekommen. Und es ist wichtig zu wissen, wo wir hinwollen. Und wir müssen auch den richtigen Einsatz bringen. Wenn wir immer im Kreise herumlaufen, hilft uns das nichts. Und auch in unserem geistlichen Leben ist das nicht anders. Wissen wir auch dort, wo wir hin wollen? Wo ist dein Ziel? Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper in Kapitel 3, Vers 13. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Paulus ist entschlossen, nur noch auf das Ziel ausgerichtet zu sein. Nur nach vorne zu schauen, auf das, wo er hin will. Umwege kosten uns meistens viel Zeit. Umwege können uns auch in die falsche Richtung bringen. Das kennt ihr auch vom Autofahren, wenn wir Umwege machen.
Es braucht viel Zeit. Und wenn wir das merken, kostet es oft auch viel Kraft und Aufwand, umzukehren auf den richtigen Weg. Mach keine Umwege. Nimm keine Seitenstraßen oder keine Abkürzungen, sonst verlierst du das Ziel aus den Augen. Philipper 3, Vers 15. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Verhalten wie Paulus, der sich nur auf das Ziel ausgerichtet hat. Und wir alle, die wir gläubig sind an Jesus Christus, sollten uns so verhalten. Auf das Ziel ausgerichtet. Entschlossen auf das Ziel ausgerichtet. Und wie Paulus sagt, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Bist du auf dem Weg zum Ziel und hast du das Ziel auch vor Augen? Schau nach vorne und vergiss alles, was hinter dir liegt. Du kannst es nicht mehr ändern. Alles, was hinter dir liegt, kannst du nicht mehr ändern. Du kannst es nur ans Kreuz bringen und dort lassen. Es gibt nichts, was du nicht dort lassen kannst. Schuld, Scham, Ablehnung, Verletzungen, Groll. Es gibt nichts, was du nicht am Kreuz abladen kannst. Wenn Paulus in seiner Vergangenheit hängen geblieben wäre, hätte Gott ihn nie gebrauchen können. Er wäre nur mit Schuldgefühlen und Elendsgedanken herumgelaufen. Und wir können in der Bibel nachlesen, was er alles gemacht hat. Er hat Menschen umgebracht, weil sie an Jesus glaubten. Er hat sie verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Er war ein rigoroser und erbitterter Gegner von Jesus. Doch als ihm Jesus begegnet war, hat er nur noch nach vorne geschaut und sich auf Jesus ausgerichtet, auf das Ziel. Und das sagt und schreibt er auch immer wieder. Du kannst nicht nach hinten schauen und vorwärts gehen. Das funktioniert nicht. Wenn du nach hinten schaust, verlierst du die Orientierung auf deinem Weg, für die Richtung, die du gehen willst. Ist es nicht so, dass unsere Gedanken oft nur in der Vergangenheit herumhängen? Oh, damals, wie schlimm war das? Oder was habe ich getan? Und sie beeinflussen oft so stark unser Leben. Unsere Sorgenpakete, unsere Schuldgefühle, unsere Bitterkeit. Und es beschäftigt uns so viel, was wir nicht mehr ändern können. Und lass das ganze Paket deiner Vergangenheit hinter dir. Lass es zurück, wirf es ans Kreuz. Und ich möchte dir heute sagen, bleibe nicht stehen und schaue nicht zurück. Wenn du zurückschaust, hast du keine Orientierung mehr und du wirst blind für das, was vor dir liegt. Alles Gute, was vor dir liegt, alles, was Gott dir geben möchte, wenn wir immer nach hinten schauen, sehen wir das nicht. Und deine Vergangenheit blockiert dich, wenn du sie nicht loslässt. Schau nach vorne deiner Rettung entgegen. Gott hat eine Lösung auch für dich und er hat Gutes für dich bereit. Aber schau nach vorne. Nachdenken, grübeln und sich sorgen ist Stillstand und Beschäftigung mit all dem, was nicht zu ändern ist. Beschäftige dich nicht mit dem, was hinter dir liegt. Es kostet dich deine Freude am Leben. Wenn du Schuldgefühle mit dir herumträgst, hätte ich doch, wäre ich doch, wenn und aber, das kann auch zu Depressionen führen. Oder du suchst dir irgendein Ventil, wo du das loswerden kannst. Diesen Druck, der sich aufgebaut hat. Und viele Krankheiten und Süchte
entstehen dadurch, auch chronische Krankheiten. Gott kümmert sich um deine Probleme, wenn du ihn lässt, wenn du es ans Kreuz bringst. Deine Krankheiten, deine Feinde, deine unmögliche Situationen, er kümmert sich darum, wenn du es ihm gibst. Überlass Gott deine Vergangenheit. Lade alles ab am Kreuz und du bekommst Vergebung. Und somit kannst du einen ganz neuen Lebensabschnitt anfangen. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und dieser Druck, der auf deinem Leben lastet, wird verschwinden. Er erneuert dein Leben, er erneuert deine Gedanken und er macht deine negative Vergangenheit durch Vergebung so, als ob sie nie geschehen wäre. Lass alle deine Schuldgefühle, alle Bitterkeit, alle Bedrückung los. In Micha 7, Vers 19, da steht, er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Und wenn wir dieses Meer so anschauen, da findet niemand mehr irgendetwas. Und keiner, niemand kann es da wieder hervorholen. Und auch nicht der Teufel. Auch nicht, wenn er dir immer wieder einflößt, das hast du getan und jenes hast du getan und das war nicht richtig und jenes war nicht richtig. Verweise ihn darauf, dass deine Vergangenheit erledigt ist. Die Auferstehungskraft von Jesus hat sie erledigt. Lass alles hinter dir und triff die Entscheidung, dem nachzufolgen, der dich aus deiner Situation herausholen kann. Wir haben vorhin aus Philipper 3 gelesen und am Schluss von Vers 16 steht, bleib nicht auf halbem Wege stehen. Und das sehen wir auf diesem Bild so ganz eindrücklich. Dieser Mann bleibt einfach stehen, mitten auf dem Weg. Und er hat den Kopfhörer auf und wir sehen, er wendet sich etwas ganz anderem zu. Und sein Lauf dem Ziel entgegen ist ihm völlig egal. Und das hat auch mein Herz so getroffen. Bleib nicht auf halbem Wege stehen. Schon einige Male habe ich Menschen erlebt, die in ihrem Glaubensleben einfach stehen geblieben sind. Es war plötzlich alles andere wichtig, nur nicht das Ziel. Enttäuscht, entmutigt, auf anderen Wegen. Und wenn du stehen bleibst, wirst du nie ankommen. Und wenn man stehen bleibt, werden die Dinge um einen herum zur Hauptsache im Leben. Es wird zum Wichtigsten, weil man gar nichts mehr anderes sieht und sich immer nur damit beschäftigt, was um einen herum ist. Wir aber, wir sind auf dem Weg zum Ziel. In der Bibel lesen wir von einer eindrücklichen Begebenheit, wo es sogar tödlich war, das Stehenbleiben und das Zurückschauen. Und es geht um Lots Frau. Lot und seine Familie hatten die Anweisung zu fliehen und sich nicht umzudrehen. Die Begebenheit steht im 1. Mose 19, 26 und da heißt es, Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und schaute zurück. Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. Sie hatten die Weisung, sich nicht umzudrehen, aus gutem Grund. Die Engel führten sie heraus aus Sodom und auf halbem Wege blieb sie plötzlich stehen und drehte sich um. Der Grund war, sie hing an ihrer Vergangenheit und konnte es nicht loslassen. Bleib nicht auf halbem Wege stehen. Und hier sehen wir den Unterschied zu dem, was Paulus sagt, ich schaue nur noch auf das Ziel, das vor mir liegt. Lass das Alte hinter dir und entschließe dich, aus deinen negativen Gedankengebäuden auszubrechen. Zögere nicht,
wie Lots Frau. Hab keine Angst. Lass los. Und viele Menschen haben Angst vor Veränderung in ihrem Leben. Sie halten an ihrem alten Zustand fest. Aber wenn du deinen alten Zustand Jesus gibst, dann kann nur Besseres kommen. Dann kann nur Gutes kommen. Und Gott gibt uns jeden Tag eine neue Chance. Eine Chance, einen Strich unter unsere Vergangenheit zu machen und Veränderung zuzulassen. Wenn du nach vorne schaust, wird dein ganzes Leben verändert. Du siehst plötzlich wieder etwas und du hast wieder eine Perspektive. Hebräer 12, 1 und 2. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Wenn wir fast am Ziel sind, wäre es doch schade, wenn wir aufgeben, wenn wir stehen bleiben und vielleicht sogar nach hinten laufen. Und aus diesem Bibelvers können wir auch entnehmen, dass es manchmal kein leichter Weg ist. Und hier spricht Paulus von zäher Ausdauer und von Durchhalten. Und viele Herausforderungen können uns hindern, den Wettkampf bis zum Ziel fortzusetzen. Ein zähe Ausdauer zu haben. Einfach dem Ziel entgegenzugehen, durchzuhalten. In Hebräer 13, Vers 6 lesen wir eine wunderbare Ermutigung. Da heißt es, denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Auch wenn es zähe Ausdauer braucht und es kostet dich etwas, durchzuhalten, Jesus ist immer an deiner Seite. Er wird dich nicht verlassen, so wie es hier steht. Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Wunderbare Zusage. Großartige Zusage. Halte durch auf dem Weg zum Ziel. Mit zäher Ausdauer auch noch das letzte Stück, egal in welchem Alter du bist. Zähe Ausdauer heißt dranbleiben, nach vorne schauen, durchhalten. Einfach nicht aufgeben, den Lauf zu vollenden bis zum Ziel. So wie es der Paulus so eindrücklich beschreibt. In Hebräer 12, Vers 1 haben wir gelesen, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Und hier auf diesem Bild sehen wir das sehr eindrücklich, was uns einfach zurückhalten will. Manchmal ist das wie ein Gummi, unsere Vergangenheit, die uns einfach zurückzieht. Wir wollen vorwärts, wir möchten vorwärts, aber da ist irgendetwas, was uns behindert, was uns zurückzieht wie an einem Gummi. Was hindert uns zu laufen? Was bremst dich aus? Wie dieses Gummiband. Überlege einmal in deinem Leben, was bremst dich aus? Dinge, die uns fesseln wollen, bedeuten Stillstand. Wenn wir in so einem Gummi drin hängen, kommen wir nicht vorwärts. Wir rennen immer auf demselben Fleck. Und manchmal drehen wir uns auch im Kreis und landen immer da, wo wir gar nicht hinwollen.
Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Wenn wir die Augen von Jesus abwenden, schwindet auch unser Glaube. Er wird schwächer und schwächer, je mehr wir uns anderen Dingen zuwenden. Schau auf Jesus. Er hat dir den Glauben geschenkt und er stärkt dich und er bewahrt dich. Lass diesen Glauben nicht los, sondern lass ihn wachsen, indem du an ihm festhältst. Wenn wir an Jesus festhalten, machen wir immer wieder Erfahrungen, wie er uns hilft, wie er eingreift in unser Leben. Und das stärkt unseren Glauben. Und da wächst unser Glaube, wenn wir diese Erfahrungen machen. Schau auf Jesus. Schau nicht nach links und nicht nach rechts und schon gar nicht nach hinten. Das heißt, wir lassen uns nicht abbringen und haben Jesus im Blick. Gib nicht auf dem Weg zum Ziel. 1. Korinther 9, 24 und 25. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Unser Preis ist das ewige Leben. Nicht irgendein Pokal oder sonst irgendwas. Das ewige Leben. Und wer siegen will, setzt alles dafür ein und verzichtet sogar auf vieles, um zu gewinnen. Dieser Siegeskranz, das ewige Leben, den wir erlangen können, hat auch seinen Preis. Unser Leben auszurichten nach dem Ziel. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein, haben wir gerade gelesen. Setze alles ein, um das Ziel zu erreichen. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther 9, Vers 26 und 27. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. Aus diesen Versen klingt große Entschlossenheit. Paulus sagt, ich habe kein ungewisses Ziel, ich weiß, wofür ich kämpfe. Ich gebe alles für diesen Sieg. Entschließe dich, nicht aufzugeben. Wir laufen das Rennen, so wie Paulus es sagt, egal, was um uns herum geschieht. Wir schauen weder nach links noch nach rechts und der Preis ist das ewige Leben. Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 5, Vers 7, es hat so gut mit euch angefangen. Wer konnte euch nur so beeinflussen, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Es kommt darauf an, dass du das Ziel erreichst, dass du nicht aufgibst, dass du auf der Rennbahn nicht einfach hinsitzt und die anderen an dir vorbeirennen lässt, sondern dass du vorwärts gehst. Vielleicht hast auch du gut angefangen, dann bleib nicht stehen und gib nicht auf. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Lass dich nicht beeinflussen von dem, was um dich herum geschieht und lass dich nicht bedrängen, vom Ziel abzuweichen.
Umwege in Kauf zu nehmen oder andere Wege zu suchen oder nach links zu schauen oder nach rechts zu schauen oder irgendetwas anderes. Wenn dich irgendetwas beeinflusst hat, stehen zu bleiben, dann richte dich heute neu aus, dem Ziel entgegen. Fang wieder an zu laufen auf das Ziel zu. Richte deinen Blick auf Jesus. Mach es nicht wie die Israeliten, die nur im Kreis gelaufen sind und gar nicht am Ziel angekommen sind. Es ist doch schade, wenn wir unser halbes Leben lang laufen und dann stehen bleiben oder uns einfach hinsetzen und nicht mehr wollen. Und mach es auch nicht wie Lots Frau. Bleib nicht stehen und verlier nicht das Ziel aus den Augen. Lass alles hinter dir, was dich hindert, und geh mit Entschlossenheit weiter auf dem Weg zum Ziel. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.